Hallo, liebe Facebook-Community. Hallo, Frau Professorin Hallo. Dörfel. Grüße Sie. Wir sind heute in der Poliklinik der Charité hier am Campus Mitte. Die Poliklinik wird geleitet von Frau Professorin Yvonne Dörfel. Frau Dörfel, vielen Dank erstmal, dass Sie uns eingeladen haben zu sich. Sehr gern. Können Sie uns vielleicht erzählen, wie ein Tag hier an der Poliklinik abläuft und auch was eine Poliklinik ist und ein bisschen über die Geschichte der... Also die Poliklinik der Charité wurde eigentlich 1810 von Hufeland gegründet. Das war der königliche Leibarzt und die war dafür da, dass also die Patienten, die das nicht finanzieren konnten, unentgeltlich ambulant hier behandelt wurden. Zusätzlich hat er hier Assistenzärzte ausgebildet. Es hat sich jetzt über die vielen, vielen Jahre nicht so viel geändert. Das ist also weiterhin eine Poliklinik, eine ambulante Einrichtung, in der praktisch alle Patienten betreut werden können, ambulant. Und bei uns ist es so, dass es also eine internistische Einrichtung ist. Es sind also alle Ärzte, die hier sind, die sind praktisch Facharzt für innere Medizin und haben verschiedene Spezialisierungen. Der Alltag läuft bei uns so ab, dass wir in der Regel gemeinsam oder dass ich einzeln mit den Fachärzten komplizierte Fälle, Krankheitsfälle bespreche oder seltene Fälle früh. Und danach geht es dann los, dass wir also die Sprechstunden durchführen und dass wir mit der Funktionsdiagnostik beginnen. Bei uns wird sehr viel Funktionsdiagnostik von den Fachärzten selbst an ihren Patienten durchgeführt. Vor allen Dingen Ultraschalluntersuchungen müssen sich so vorstellen von der Halsschlagader über die Schilddrüse, über die Lunge, Herzultraschall, Bauchultraschall, die Nierengefäße werden angeschaut, die Nebennieren, Leber, Milz, bis zu den Beingefäßen wird eigentlich alles von den Kollegen meist an ihren eigenen Patienten untersucht. Und die Patienten werden dann, also je nachdem, ob es eine Therapie, Verlaufskontrolle ist oder ob es um die Diagnostik geht, natürlich auch dann beraten. Ja. Die Sprechstunden finden bei uns je nach dem Gebiet, welches der Arzt als Spezialisierung hat, auch statt. Und viele Patienten werden zu uns geschickt, weil die Diagnose nicht klar ist oder weil sie was ganz Seltenes haben oder chronische Krankheiten. Und dann geht es darum, dass wir da unterstützen und versuchen, das rauszubekommen und die dann entweder an die spezialisierten Kliniken weiterleiten oder bei uns weiter betreuen. So läuft es bei uns ab. Und dazu kommt noch, dass wir auch viele Patienten aus dem Ausland haben, aus allen möglichen Kontinenten, die hier zu Check-up-Untersuchungen in die Charité kommen und an einem Tag komplett durchuntersucht werden. Und kann jeder zu Ihnen kommen? Ja, jeder Patient kann zu uns kommen. Es ist so, dass die Patienten nur einen Überweisungsschein brauchen, weil wir eine Hochschulambulanz sind, also Universitätsklinik, vom Hausarzt oder vom Facharzt. Ist ganz egal, ja, die können das also alle machen und meistens ist es so, dass sie dann eben, wenn die Frage ist, ist es hier eine chronische Erkrankung, ist es was Seltenes, ist es was Kompliziertes oder der Facharzt möchte oder der Hausarzt einfach einen Therapievorschlag haben oder einfach nur eine Diagnostik haben, was ich erzählt habe, was wir alles machen. Also zum Beispiel, einige kommen auch, möchten also eine Gefäßmessung haben, zum Beispiel Elastizität der Gefäße, Pulswellengeschwindigkeit, da kann man das Gefäßalter ermitteln, dass die Patienten dann selbst darum bitten. Oder auch verschiedene Tumoren werden bei uns im Ultraschall untersucht mit Kontrastmittel, das ohne Jod, ohne Röntgenstrahlen. Und dann wird den Patienten nach meistens 15 bis 20 Minuten von dem Kollegen mitgeteilt, ob das was Bösartiges ist oder Gutartiges. Und die Kollegen bekommen dann praktisch die Antwort, gleichen Befund bekommt der Patient in die Hand. Es kann also jeder kommen. Und bei den Privatpatienten ist es so, dass einige von denen keine Überweisung brauchen. Ja, okay. Das ist bei uns kein Problem. Aber gut, also im Grunde genommen jeder, der das Gefühl hat, vielleicht eine Zweitmeinung zu Dann braucht er aber eine Überweisung, vom Hausarzt oder vom Facharzt. Ja. Und wir entscheiden das dann, weil wir natürlich sehr, sehr viele Anfragen haben, entscheiden wir dann, je nachdem, was der Patient uns am Telefon mitteilt oder was der uns an Vorbefunden schickt, ist noch viel besser, dass wir dann über die Dringlichkeit entscheiden. Und wenn jemand wirklich schwer krank ist, wenn es sich jetzt um Notfälle handelt, muss man sich natürlich in eine Rettungsstelle begeben, das ist klar. Aber wenn wir den Verdacht haben, dass es sich um eine schwere Erkrankung handeln könnte, dann machen wir das auch sehr kurzfristig.
dass die Patienten auch bei uns bei schweren Sachen innerhalb von einer Woche auch einen Termin bekommen können, auch wenn normalerweise die Wartezeiten mehrere Monate sind, wenn es nicht so dringlich ist. Das machen wir aber bei jedem. Okay. Also nach Dringlichkeit. Genau. Und unabhängig von Erkrankungen, die bekannt sind, zu welchen Vorsorgeuntersuchungen raten Sie denn Patienten und vielleicht auch ab welchem Alter? Also es gibt einmal dieses kleine Check-up, was auch von Kassen bezahlt wird. Das wird den Patienten so empfohlen ab ungefähr 35 Jahren, dass sie sich da beim Hausarzt vorstellen. Der soll sie komplett körperlich untersuchen. Der guckt nach Herz-Kreislauf, Nierenerkrankungen, Diabetes und nach bestimmten Krebserkrankungen schaut. Der macht auch dazu eine kleine Blutentnahme. Das wird auch von Kassen übernommen. Und wenn der Hausarzt bei diesen Sachen sieht, dass was nicht in Ordnung ist, dann kann er auch zu uns weiter überweisen. Das ist so ab 35. Mhm. Dann von internistischer Seite wird spätestens ab dem 50. Lebensjahr empfohlen, dass man also auch mal so einen Stuhltest auf verstecktes Blut im Stuhl durchführen lässt. Und wenn das dann positiv ist, dann sollte der Patient und auch der Hausarzt nicht denken, dass es immer gleich nur Hämorrhoiden sind, sondern dann sollte man schon mal eine Darmspiegelung durchführen lassen. Ab 55 wird es sowieso empfohlen, dass man also eine Darmspiegelung als Vorsorgeuntersuchung einmal durchführen lässt. Und wenn die in Ordnung ist, dann reicht es, wenn es in 10 Jahren nochmal kontrolliert wird. Mhm. Aber wenn da Polypen gefunden werden, die zum Beispiel bestimmte, das kann man mikroskopisch dann feststellen, da würden kleine Hautanhängsel, wenn die abgetragen werden, dass da festgestellt wird, dass da Vorstufen von Krebs drin sind, muss es natürlich eher wiederholt werden. Mhm. Ja? Je nachdem, ob alles abgetragen wurde oder nicht. Dann gibt es noch von natürlich noch zahlreiche andere Empfehlungen von anderen Fachärzten, was die Frauen eigentlich alle wissen. Ab dem 30. Lebensjahr sollte die Brust immer abgetastet werden. Ab dem 50. Lebensjahr einmal im Jahr oder alle 2 Jahre jetzt eine bildgebende Untersuchung der Brust, um Brustkrebs auszuschließen. Häufigsten Krebs bei den Frauen wissen wir ja alle. Bei den Männern Urologen ab 45, dass man sich da mal vorstellt, empfehlen die Urologen. Und die Orthopäden sagen oft noch so Frauen ab dem 50. Lebensjahr, dass die vielleicht dann schon mal Vitamin D bestimmen lassen oder eine Knochendichtemessung machen lassen. Osteoporose. Zur Osteoporose, zum Ausschluss so nach 5 Jahren mal wieder oder so. Das kann man alles, das sind noch, und die Augenärzte empfehlen, glaube ich, ab dem 40. Lebensjahr ungefähr auch, dass einmal der Augeninnendruck gemessen wird, dass man den grünen Star dann ausschließen kann. Okay. Ja, weil gute Vorsorge kann natürlich auch viele schlimmere Erkrankungen vielleicht nicht verhindern, aber etwas früher erkennen lassen und dann dadurch besser behandeln lassen. Auf jeden Fall, ist völlig richtig. Also wir finden immer wieder, auch bei Patienten, wo wir das nicht erwarten und eigentlich eine andere Fragestellung war, dass wir dann plötzlich Sachen sehen, die wir gar nicht erwartet haben. Und das ist natürlich dann wunderbar, wenn der Patient noch keine Symptome hat, dann kann man ihm ja meistens noch sehr gut helfen. Mhm. Ja. Und Sie sind ja unter anderem Expertin auf dem Gebiet der Hypotonie, des Bluthochdrucks. Gefühlt liest man ja, dass es immer mehr zunimmt, dass immer mehr Menschen unter Bluthochdruck leiden. Stimmt das so? Können Sie das bestätigen? Also wir sind Experten der Hypertonie. Ja, das stimmt. Genau, also des Bluthochdrucks, andere wäre niedriger Blutdruck. Ja. Und zwar haben wir bei uns, also ich bin nicht die Einzige bei uns, sondern wir sind 4 Kollegen, die diese Spezialisierung sogar haben. Das heißt also Hypertensiologe der DHL, Deutschen Hochdruckliga. Mhm. Und wir betreuen über 3000 Patienten alleine mit Bluthochdruck. Natürlich haben wir meistens die mit seltenen Ursachen in der Poliklinik im Jahr. Mhm. Oder ich glaube, es sind deutlich mehr sogar. Und Patienten mit ganz schwer einstellbarem Bluthochdruck. Ansonsten werden die ja vom Hausarzt meistens sehr gut betreut. Und international muss man sagen, ja, das stimmt es. Also man geht davon aus, dass es derzeit 1,1 Milliarden Patienten gibt auf der Erde mit Bluthochdruck. Mhm. Und nach neuesten Ermittlungen erwarten wir bis 2025 1,5 Milliarden. Okay. Ja. In Deutschland stimmt es erfreulicherweise nicht mehr so ganz. Da gab es Untersuchungen vom Robert-Koch-Institut, dass in den letzten 10 Jahren doch der mittlere Blutdruck bei unseren Patienten, wir haben 20 bis 30 Millionen Patienten in Deutschland,
doch etwas niedriger ist in den letzten 10 Jahren. 70% ungefähr befinden sich in Behandlung, nur 70%. Und davon leider so ein bisschen über 50% sind eigentlich nur gut eingestellt, haben also Blutdruckwerte nach den Leitlinien, die unter 140 zu 90 in der Praxismessung liegen. Mhm. Ja, das ist, aber damit sind wir international, in Deutschland sind wir sehr gut. Ja. Und bei uns ist es eben nicht so, dass es zurzeit noch zunimmt, erfreulicherweise. Das ist wirklich sehr erfreulich. Also das heißt, das geht sogar ein bisschen zurück, weil, bei uns, ja. Weil sie gut eingestellt sind? Ja, oder weil die Anzahl der behandelten Patienten und auch die, es gibt noch Länder, die natürlich noch besser sind, wie Kanada zum Beispiel, aber die Anzahl auch der gut eingestellten Patienten eben also eigentlich zugenommen hat. Okay, aber woran liegt es, dass das generell immer mehr zunimmt? Ist es unser Lebenswandel, die Ernährung? Ja, also es ist so, ich habe, das weiß man ja selber, wenn man sich die zum Beispiel die Jugendlichen anschaut, die Fettleibigkeit von 1980 bis heute hat sich bei Jugendlichen und Erwachsenen auch bei uns verdoppelt. Ja, ist einmal die Adipositas, also wirklich das Übergewicht. Wodurch kommt es zustande? Schlechte Ernährung, Fast Food, dann bei den Erwachsenen viele Bildschirmarbeitsplätze, die Bewegung fehlt, ja, das ist einer der Hauptgründe. Dann natürlich der Stress. Wir haben zum Beispiel Patienten, wo wir sehen, wenn die im Urlaub sind und wir machen eine 24-Stunden-Blutdruckmessung, dann haben die normale Blutdruckwerte, wenn die arbeiten gehen und wir machen die Messung in der Zeit, haben die einen Bluthochdruck, teilweise schweren Bluthochdruck. Und das sind noch Sachen, das muss man auch alles überlegen, wenn man die medikamentös einstellt heutzutage. Das wird auch noch nicht so genug beachtet. Ja, also, dass die solchen Stress haben, ständige Erreichbarkeit, heute über Handys, muss ich Ihnen nicht erzählen, ist einfach ein Problem und gehört zu den Gründen, denke ich mal, die leider dazu geführt haben, dass das also auch international immer mehr zunimmt. Und da kann man wahrscheinlich auch nur bedingt entgegenwirken. Oder also, raten Sie den Patienten dann auch zu bestimmten Entspannungstechniken? Das auf jeden Fall. Ja, da gibt es bestimmte Entspannungsbehandlungen und so weiter. Natürlich auf jeden Fall Gewichtsreduktion. Aber da gab es eine schöne Publikation letztes Jahr im New England Journal, also in so einer internationalen Zeitschrift, dass es ganz, ganz schwer ist für Patienten, dauerhaft wirklich Gewicht zu reduzieren. Und das glaube ich auch. Man kann, aber wenn es ein Patient schafft, ein Patient, der übergewichtig ist, bei mir, aus meiner Erfahrung, 5%, nicht mal 10%, wenn er 5% schafft, abzunehmen von dem Gewicht, dann bei übergewichtigen Patienten sehe ich in einer 24-Stunden-Blutdruckmessung nach ein paar Monaten oft, dass der Blutdruck besser ist. Deutlich besser. So, das ist wirklich, also, ist natürlich sehr schön, wenn man das schaffen könnte. Dann auf jeden Fall Sport treiben, je nach Alter natürlich. Am besten sind Ballsportarten, Ausdauersport, Joggen, Schwimmen, solche Sachen, Ballspiele oder auch, was aber nicht ganz so viel bringt, Fahrradfahren. Man müsste mindestens 5 bis 7 Mal in der Woche eine halbe Stunde Sport treiben oder 3 Mal in der Woche eine ganze Stunde. Dass es sich wirklich, also dass es wirklich sich richtig lohnt. Und dann sieht man auch bei den Patienten, wovon ich vorhin schon gesprochen hatte, wenn die dann zu uns nochmal zu der Bestimmung der Pulswellengeschwindigkeit, der Gefäßelastizität kommen, wenn die 1-2 Jahre wirklich Sport getrieben haben, dass die Elastizität wieder besser wird, also die Gefäße wieder elastischer sind, die Geschwindigkeit runtergeht, also dass es wirklich besser wird, das sehen wir, das ist natürlich erfreulich. Dann kann man auch eine Kochsalzreduktion durchführen bei den Patienten. Also man sollte eigentlich unter 5 Gramm Kochsalz pro Tag zu sich nehmen. Und es ist schwierig, weil es schmeckt nicht. Und wenn die Familie mitmacht, wird es erstmal ein bisschen Ärger geben. Aber wenn alle mitmachen, nach 4 bis 6 Wochen hat man sich daran gewöhnt. Ja? Und natürlich die Ernährung kann man komplett umstellen. Da gibt es auch schöne Studien zu. Und zwar gab es letztes Jahr veröffentlicht worden die Pure-Studie, die ich hochinteressant finde. Da wurden 135.000 Menschen
über 10 Jahre beobachtet. Und zwar je nachdem, wie viele Hülsenfrüchte, Obst und Gemüse sie zu sich nehmen. Auf allen Kontinenten. Ja? In vielen verschiedenen Ländern. Und es wurde angeschaut, je nachdem, wie viel Obst und Gemüse zu sich genommen wird, ob der bei den Patienten sich die Mortalität, also die Sterberate, die Herz-Kreislauf-Mortalität reduziert und die totale Mortalität bzw. die ohne Herz-Kreislauf-Erkrankung, also die zum Beispiel bei Krebserkrankung. Mhm. Und da hat man festgestellt, Hülsenfrüchte bringen gar nichts. Okay. Obst bringt am meisten, frisches Obst, und zwar Sterberate Herz-Kreislauf-Erkrankung und Krebs geht runter, wenn man über 300 oder mindestens 300 Gramm am Tag isst. Und Gemüse, nur rohes Gemüse, und eigentlich ging nur die Sterberate für Krebserkrankung runter. Und nicht die für Herz-Kreislauf-Erkrankung, entgegen dem, wie es heute hier immer überall empfohlen wird. Mhm. Ich finde das deshalb sehr interessant. Ja, ich ja. denke, das auch. Also ist auch nochmal so eine Empfehlung für die Patienten. Mhm. Es entwickelt sich immer weiter, ne? In der Forschung, man hat ein Ergebnis und dann kommt. Und welche weiteren Präventionsmaßnahmen? Ja, was könnte man noch machen? Also wir haben noch eine Idee, weil bei uns auch viele Patienten in Betreuung sind, die bestimmte Stoffwechselkrankheiten haben, wie zum Beispiel Eisenspeicherkrankheiten. Und die haben als Therapie Aderlässe. Die bekommen regelmäßig Aderlässe alle 4 Wochen. Und wir haben gesehen, wenn diese Patienten auch noch einen Bluthochdruck haben, dann wirkt es sich nach 1 bis 2 Jahren, manchmal schon eher nach ein paar Monaten, so aus, dass sie immer weniger Blutdrucktabletten brauchen. Deshalb könnte man überlegen, das war unsere Idee, gemeinsam auch mit unserer Naturheilkunde und mit dem Institut für Transfusionsmedizin, ob man nicht eine Aderlassstudie durchführt. Denn immer mehr Patienten, die wirklich diese Lifestyle-Änderung alle schon längst durchgeführt haben und sagen, also wissen Sie, ich habe das alles gemacht und wir sehen es ja auch. Ja. Und wir können es nicht verbessern. Und wir möchten aber keine Medikamente. Bitte haben Sie nicht noch eine andere Idee. Denn ich weiß, als Hochdruckpatient in der Regel nehme ich die Medikamente lebenslang ein. Okay. Und dann wollen wir versuchen, eine groß angelegte, ganz seriöse Studie zu machen, wo wir schauen, eine Gruppe bekommt Aderlässe, eine Gruppe nicht und so weiter, ob das möglicherweise eine begleitende Therapie wäre, die vielleicht den Blutdruck bei den Patienten senken könnte. Das ist ja spannend. Das ist unser Ziel. Wir haben das auch schon eingereicht und wollen mal schauen, ob uns ein Ministerium unterstützt. Viel Erfolg. Das wäre sehr schön. Dankeschön. Ja. Naja, weil man hört ja eben auch, ne? Also man hört die verschiedensten Möglichkeiten von Heilpraktikern bis über medikamentöser Behandlung bis zur Blutspende. Bei der Blutspende wird eben teilweise auch ein bisschen damit geworben. Deswegen Richtig. Ist es natürlich auch interessant, das machen die jetzt. Genau, das auch zu belegen, ne? Also mit einer großen Studie von einem Universitätsklinikum. Ich denke schon, also ich glaube auch nicht, weil wir so viel Nachfragen auch haben. Immer mehr Patienten fragen wirklich nach, ob es andere Möglichkeiten gibt, und da wir ja auch unter anderem deutsches Hochdruckzentrum sind, dass es da Probleme mit der Patientenrekrutierung gibt, glaube ich nicht. Okay. Also viel Wenn Erfolg. Wir da, also das hoffen wir sehr, dass es klappt. Ja. Dann haben wir noch eine Frage von einer Facebook-Nutzerin, die lautet, ich lese mal vor, was kann man außer Tabletten für Weichteilrheuma mit Arthrose, Bluthochdruck, Gicht nehmen? Die ist sehr schmerzhaft. Das ist klar. Patienten mit Weichteilrheuma, also einer Fibromyalgie, haben ja an verschiedensten Gelenken, Muskulatur und so weiter starke Schmerzen. Und das Problem ist, wenn die Patientin erzählt, dass er auch noch einen Bluthochdruck hat, dass die Patienten wirklich, wenn die Medikamente nehmen, das kennen sie alle, sowas wie Medikamente, die also gegen Gelenkbeschwerden sind, dann steigt der Blutdruck oft an. Da gibt es auch große Studien zu, die machen dann auch noch wieder Magenbeschwerden und so weiter, zum Teil, nicht alle, aber die das dann nicht machen, die machen dann noch höheren Blutdruck oder andere Nebenwirkungen. Den Patienten, die wir in diesem Fall betreuen, empfehle ich immer erstmal, gerade auch wenn noch eine Gicht dabei ist und so weiter, vielleicht bei uns in der physikalischen Medizin vorstellen. Das ist keine Physiotherapie in dem Sinne, sondern bei uns ist es eine richtige Fachabteilung mit Ärzten, die diese Fachbezeichnung haben, diesen Facharzt absolviert haben, und dort mal schauen, was an
physikalischen Methoden da helfen kann gegen die Schmerzen. Die haben verschiedene Angebote da für Therapien, ohne dass man Tabletten nehmen muss. Ja? Und die sind bei uns wirklich exzellent, kann ich sehr empfehlen. Okay. Ja, dass die Patientin sich da einfach mal vorstellt. Ja. Also, Sie haben hier einen sehr qualifizierten Ratschlag. Physikalische Medizin an der Charité findet man auch ganz einfach im Internet. Natürlich. Genau, kann man sich da vorstellen. Ja, liebe Frau Professorin Dörfel, ich glaube, wir haben erstmal alle Fragen beantwortet und danke Ihnen nochmal ganz herzlich für dieses sehr interessante Gespräch und wünschen, wie gesagt, viel Erfolg auch mit den weiteren Studien. Dankeschön. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Tschüss.